Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Wochenbotschaft. Wir schauen in die Woche vom 8. bis 14. Januar. Ja, und ich bin gespannt, welche Energien sich hier zeigen. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich beginne mit den Astro-Cards. Und dann schauen wir mal, welche astrologischen Tendenzen sich hier zeigen möchten. Da haben wir hier schon mal Löwe und an der Unterseite passenderweise das fünfte Haus Freude und Spiel. Das ist auch das Haus des Löwen in der Astrologie. Ja, um was geht es? Die Löwen stehen ja für eine unwahrscheinlich große Herzenswärme, für die Lebensfreude, für den Anmut, für das Königliche, ne? Löwen sind extrovertiert, also es könnte jetzt auch sein, dass du es vielleicht ganz speziell auch mit Löwe zu tun hast oder du selber trägst den Löwenanteil in dir oder einen Löwenanteil in dir. Und das fünfte Haus, das Haus des Löwen, steht für Kinder, für Spiel, Spaß, Freude, für das Thema Leidenschaft, Affären, Liebschaften, auch das Thema Spekulation, Gelder, ne, Gewinne, und allgemein die Bühne. Ne? Also es kann sein, dass es in dieser neuen Woche darum geht, dass du dich ja ganz speziell auf die Bühne des Lebens begibst, auf die Bühne von Freude, Leichtigkeit, Anmut, Schönheit. Ja, das kommt mir hier so rein, dass es vielleicht wirklich darum geht, wieder mehr in diese Leichtigkeit zu kommen, dich wieder mehr zu zeigen, dich auf die Bühne des Lebens zu begeben. Wir schauen mal weiter, welche Ich-Bin-Karte sich hier zeigen möchte. Welche Ich-Bin-Karte wird denn hier für die neue Woche wichtig? So, da haben wir, ich bin bereit, meine Fähigkeiten zu leben und mich selbst zu verwirklichen. Ne? Also genau das, was ich gerade sagte, um Hobbys, Kreativität. Ja, und dich wirklich wieder zu zeigen, dich selbst zu verwirklichen, auf die Bühne des Lebens zu begeben. Und hier, ich bin eine Quelle der Jugend und ewigen Reinheit. Ne? Man sagt ja immer, Löwen, die werden immer nicht alt. Oder Quatsch, nee, 1, 2, 3. Die werden nie alt, so rum. Und ja, Löwen, die sprühen vor Lebensfreude. Ne? Ja, das ist einfach, da ist ganz viel Energie da, Feuerzeichen auch, ne? Und vielleicht geht es hier darum, wieder diese Feuerkraft in dir einfach auch zu zeigen, zu leben, zu entfesseln und dich, wie gesagt, auf die Bühne des Lebens zu begeben. Wir schauen mal, welche Lernaufgabe oder welche Lektion deiner Seele geht es denn in dieser neuen Woche hier auch noch genauer zu betrachten und anzuschauen? Was will sich hier nochmal energetisch zeigen? So, die hatte sich jetzt doch wieder umgedreht. Ach, das Thema Gesundheit, spannenderweise, ne? Also vielleicht geht es ja darum, in die Heilung zu gehen. Vielleicht hattest du hier gesundheitliche Themen, die dich einfach gehindert haben. Ja, dich eben so am Leben, also dass du selber am Leben so teilnimmst. Vielleicht hast du dich ja eher zurückgezogen. Vielleicht, ja, ging es dir einfach nicht gut. Und jetzt geht es wieder darum, dich hier mehr zu zeigen, trotz allem gut auch auf deine Gesundheit zu achten. Ne? Die Löwen, die leben ja gerne, die schlemmen gerne, die, ja, was kostet die Welt? Ne? Und hier geht es aber auch ganz speziell nochmal darum, tatsächlich auch den gesundheitlichen Faktor mit einzubeziehen. An der Unterseite haben wir ja das Thema Einsamkeit. Damit können Löwen natürlich nur schwer umgehen. Die sind nun gerne, zeigen sich nun gerne. Und hier ist ja noch, ich achte dieses körperliche Gefäß als das Heiligtum meiner Seele und das Thema Einsamkeit, ich weiß, dass ich nie allein bin. Ne? Also halt auch wirklich wieder am Leben auch teilzunehmen und vielleicht dich auch aus einer vergangenen Einsamkeit ja auch wieder rauszuholen. Ne? Löwen, wenn die kommen, ne, die verbinden auch die Menschen in der erlösten Form. Ne? Also in der unerlösten Form können Löwen halt gerne auch mal Hochmut kommen vorm Fall. Ne? Aber in der erlösten Form bringen Löwen auch die Menschen zusammen mit ihrer großen Herzenswärme und dieser Menschenfreundlichkeit an sich. Und vielleicht geht es hier tatsächlich wirklich in erster Linie darum, dass du wirklich wieder so am Leben teilnimmst, dass du dich einfach wieder zeigst, ne? Dass das vielleicht in der Vergangenheit nicht so war, dass du dich einfach zurückgezogen hast, dass du dich allein gefühlt hast. Wir schauen mal, welche Hauptenergie aus dem Tarotdeck hier wichtig wird für die neue Woche. Was ist die Hauptenergie, die Hauptbotschaft
Ja, das Ass der Münzen, sehr schön, ne? Also es geht hier ganz klar um das Thema Chancen, Möglichkeit, Wert, Finanzen, auch das fünfte Haus, Spiel, Spaß, aber auch die Spekulationen, ne? Vielleicht beschäftigt man sich ja auch ganz speziell mit dem Thema Finanzen. An der Unterseite haben wir hier das Rad des Schicksals, schicksalhafte Prozesse. Das Rad des Schicksals dreht sich, irgendetwas wendet sich. Ja, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass man jetzt so langsam wieder auf diesen aufsteigenden Ast kommt. Vielleicht war es in der Vergangenheit so, ja, dass man sich eher vom Schicksal so ein bisschen verlassen gefühlt hat. Und jetzt geht es hier wieder darum, in diesen Wert zu kommen, Chancen und Möglichkeiten, die sich zeigen, wahrzunehmen, einen Weg zu finden, wo es für einen hingehen darf. Ne? Ja, das Leben kreativ zu gestalten. Genau, das kommt mir hier ganz stark rein. Wir schauen mal, welche Energien oder mit welcher Energie startet ihr in die neue Woche? Da haben wir die Königin der Schwerter. Also es könnte sich hier entweder um eine Waage, Zwillinge, Wassermann-Energie handeln oder es geht darum, etwas zu analysieren, ne? Dass man vielleicht noch sehr kopflastig ist, etwas versucht zu analysieren, zu verstehen, genau zu betrachten. Eher sehr kühl und reserviert ist, eher sehr kopflastig ist oder eine Person, die diese Eigenschaften verkörpert, spielt hier eine Rolle, egal ob männlich oder weiblich. Und das Schwert, da geht es um Entscheidungen. Man entscheidet sich für etwas. Und wahrscheinlich ist es hier wirklich so diese klare Entscheidung, wieder am Leben teilzunehmen. Ne? Wir schauen mal mit dem Tarot, was kommt danach, welche ergänzende Botschaft wir noch bekommen zur Königin der Schwerter, was ich hier noch zeigen möchte. Welche ergänzende Botschaft? Der Herrscher, eine Witterenergie, ne? Wirklich in das Machen zu kommen, Mars, Witter, in dieses, ich übernehme auch Verantwortung für meine Handlung. Ich mache etwas, ich mache etwas machbar, ne? Aktuell steht ja Mars im Steinbock. Ist also auch wirklich so dieses strukturierte, analytische Vorwärtskommen. Ich möchte etwas erreichen, ne? Ich fokussiere mich auf etwas, ich übernehme Verantwortung, ich komme in meine Kraft und Stärke. Und vielleicht analysierst du hier tatsächlich, wo es denn eigentlich hingehen soll. Wo willst du deine Aktivität, deine Dynamik tatsächlich hinlenken? Ne? Darum könnte es hier gehen. Wie kannst du hier wieder am Leben teilhaben? So, jetzt haben wir hier die Königin der Stäbe. Widder, Löwe, Schütze, Energie. Ja, das ist genau das, ne? Also, wie kommt man, du analysierst oder warst bisher vielleicht eher so die Königin der Schwerter, die sehr klar, sehr analytisch, sehr fokussiert war, nicht unbedingt im Gefühl war, sondern eher massiv im Kopf war. Und jetzt geht es darum, wieder diese Leidenschaft, das Feuer in dir wieder leben zu lassen, etwas auszuprobieren, in deine Lebenskraft zu kommen, ja. Oder eine Person, die diese Eigenschaften verkörpert, spielt hier eine wichtige Rolle. Ja, wieder die Löwekraft, ne? Also, oder die Kraft ist ja auch eine Löwe-Energie. Also hier geht es ganz viel um das Thema Leidenschaft, Vorwärtsgehen, am Leben wieder teilnehmen. Also wiederhole mich, aber es ist so. Wir schauen mal weiter. Welche Energien werden hier noch wichtig? Die Hohepriesterin, das sind Fische- und Jungfrau-Energie, auch hier aufs Gefühl zu verlassen oder eine Person, die diese Eigenschaften verkörpert, eine sehr spirituelle, intuitive Person, könnte hier eine Rolle spielen. Du lebst deine Intuition, Thema Spiritualität, Feinfühligkeit, Kreativität, die Anbindung nach oben. Du spürst, wo es hingehen soll für dich, wo es also dich hintreibt. Ne? Vielleicht hast du ja auch ein neues Lebensziel gesucht. Ja, an der Unterseite haben wir die Welt, das ist eine Saturnenergie hier, die 10 der Münzen ist auch eine Merkur-Jungfrau-Energie. Ja, du kommst in deinen Wert, du versuchst ja etwas zu überprüfen oder du erkennst jetzt, was du eigentlich willst. Na, vielleicht war es in der Vergangenheit wirklich so, dass du gar nicht wusstest, wo es für dich hingehen soll. Und mit den 10 der Münzen geht es nicht nur um eine finanzielle Erfüllung. Hier könnten sich natürlich aber auch finanzielle Chancen bieten. Also auch das fünfte Haus, was hier Spekulationen und so angeht. Aber bitte, na, immer ganz klar mit Vorsicht und Prüfung. Aber hier geht es darum, sicherlich auch die Finanzen zu überprüfen oder zu gucken, was brauche ich an Finanzen, was macht mich glücklich, wie definiere ich meinen eigenen Wert über den Bereich der Finanzen.
Aber die 10 der Münzen ist für mich auch immer eine Merkur- und Jungfrau-Energie, also auch die heilende Kommunikation. Merkur ist auch das Denken. Ich analysiere etwas, ich heile etwas in mir, in meinem Denken, ich komme in meinen Wert, ich habe etwas überprüft, ich weiß, wo ich ankommen möchte, ich fühle, wo mein Weg hingeht. Na, das könnte hier ganz, ganz wichtig werden. Wir schauen mal weiter. Ja, hier haben wir die Überbelastung. Ne? Wo habe ich mir auch Thema Gesundheit, kommt mir hier sofort rein. Ganz speziell auch das Thema Rücken. Also wo trage ich Lasten? Wie kann ich Lasten loslassen? Ich fühle genau, wo meine Grenzen sind, wo meine körperlichen und seelischen Grenzen sind. Ne? Das nehme ich ja ganz stark wahr. Welche ergänzende Botschaft haben wir denn noch? Wieder, guckt mal, wieder die Königin der Schwerter. Genau, ich analysiere genau, was ich bereit bin zu geben, was ich tragen kann. Also Grenzen setzen. Ne? Die Königin der Schwerter, die setzt klare Grenzen und sagt, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ne? Also ich lade mir nicht mehr die Lasten auf, die nicht meine sind. Genau zu überprüfen, was kann ich hier tun, wem oder was bin ich hier eigentlich verpflichtet. Ne, Entscheidungen für sich zu treffen, Abgrenzung. Also ich glaube wirklich, du willst ja wieder in die Leichtigkeit des Seins kommen. Wir schauen mal weiter. Zwei Karten hätte ich gerne noch für die neue Woche. Welche Botschaften werden hier wichtig? Hier, Weiterentwicklung, ne? Vom Lehrling zum Meister und du bist ein Meisterwerk. Ja, vielleicht möchte man ja auch etwas Neues lernen. Vielleicht geht es ganz speziell darum, ja, wie gesagt, sich auf einen neuen Weg zu begeben, auf die Bühne des Lebens. Hier haben wir die Heilung, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht in erster Linie schmerzhaft sind, dich aber letztendlich weiterbringen. Und guckt mal an der Unterseite, haben wir die Justice, die Gerechtigkeit. Es geht mal wieder um ein ausgewogenes Prinzip zwischen Geben und Nehmen. Ne? Also wie ich das hier schon sagte, wo ist man auch bereit, Lasten zu tragen, die gar nicht die eigenen sind? Wo hat man sich vielleicht auch ausnutzen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ne? Jetzt haben wir hier wieder ein Platzproblem. Ja, und hier geht es darum, ein ausgewogenes Prinzip herzustellen zwischen dem, was ich geben kann und mich aber auch abzugrenzen, damit ich wieder in meine Leidenschaft, in meine Feuerkraft, in meine Kreativität komme. Auch in die Heilung, in die gesundheitliche Ebene. Ne? Wir schauen mal eine Klärungskarte für die drei der Münzen noch. Ja, der Bube der Kelche. Ne? Kann sich auch hier um Thema Kinder handeln. Also wo bin ich bereit, auch Unterstützung noch zu geben? Beziehungsweise auch das innere Kind zufriedenzustellen. Vielleicht möchte man auch irgendetwas Neues lernen, was man als Kind schon immer wollte, sich aber nicht getraut hat. Es geht hier um die emotionale Erfüllung auch, ne? Eine Klärungskarte für die drei der Schwerter noch, bitte. Ja, das ist unglaublich. Und hier die 10 der Stäbe. Ich gebe Lasten ab, die nicht meine sind. Die Erschöpfung. Ich finde meine Grenze. Genau das, was ich vorhin sagte. Es ist unglaublich, dass die Karte hier fällt. Was haben wir denn hier an der Unterseite? Ja, das Ass der Kelche, Thema Selbstliebe. Das Thema Selbstliebe, emotionale Erfüllung. Wo bin ich bereit, eine Entscheidung zu treffen für mich selbst? Ne? Auf die eigenen Emotionen auch hier Acht zu geben. Genau zu überprüfen, wer liebt mich hier eigentlich so, wie ich bin? Oder wo werde ich vielleicht auch nur geliebt, weil ich bestimmte Lasten für andere getragen habe? Du befreist dich hier. Befreiungsschlag. Das Leben wieder genießen, in den Wert zu kommen, Chancen wahrzunehmen, mal zu gucken, was du überhaupt willst. Was willst du für dich und dein Leben? Ja? Bei Sammer der Löwe kann sich ja auch gerne aufopfern für andere. Aber ich sage immer, die eigentliche Lernaufgabe von Löwen ist sicherlich auch Kraft und Unterstützung zu geben. Aber es ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Und nicht, ich opfere mich auf und bin nur für andere da und zum Schluss, ja, das funktioniert nicht. Ja, Löwen können anderen gut den Weg ermöglichen, in die eigene Kraft zu kommen. Aber auch wirklich diese eigenen Grenzen zu kennen. Das ist ja ganz, ganz wichtig.
Ja, also schicksalhafte Prozesse, Wandlung, Ausgleich, Heilung, in die eigene Feuerkraft zu kommen, Verantwortung zu übernehmen, auf die eigene Intuition zu vertrauen. Also das ist hier wirklich auch eine Woche, wo es darum geht, sicherlich auch das Thema Finanzen zu überprüfen, vielleicht auch den einen oder anderen Lottoschein mal auszufüllen, weil mit dem fünften Haus hat man ja auch gut Chancen immer mal, ne? Aber in erster Linie geht es hier darum, wieder in die eigene Kreativität zu kommen, in die eigene Feuerkraft zu kommen, klar Grenzen also aufzuzeigen, und in die Heilung zu kommen und mit den drei der Schwertern auch mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht erstmal wehtun und wo vielleicht auch das Umfeld nicht immer mit einverstanden ist. Aber es geht hier um dich. Es geht um dich. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche, eine erfolgreiche Woche, eine glückliche Woche. Bleibt mir alles schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.